Ich heiße herzlich willkommen zu meinem ersten Eindruck zu Caves of Quod. Dieses Spiel ist ursprünglich im Jahr 2015 erschienen, ist ein traditionelles Turn-Based Roguelike und galt für viele Jahre als ein Hidden Gem. Bedeutet also ein Spiel, das angeblich richtig gut sein soll, aber nie wirklich diese Popularität erreicht hat. Bis vor kurzem. Ich denke einerseits durch das regelmäßige Updaten, sowie aber auch durch YouTube, Twitch und Co-Coverage ist dieses Spiel über die letzten paar Monate so ein bisschen explodiert. Ich habe bei Steam geguckt, es steht aktuell bei Overwhelmingly Positive und das ist eine Hausmarke. Und dementsprechend habe ich mir das ein bisschen angeguckt gehabt, entschieden zu kaufen und ich würde sagen, wir gucken uns den Anfang mal gemeinsam an. Wie angemerkt, es ist ein Roguelike, bedeutet man hat ein Leben, wenn man drauf geht, muss man einen neuen Charakter erstellen. Die Welt, die jedoch jedes Mal erzeugt wird, soll gigantisch sein. Sie selber behaupten, 1 Million unterschiedliche Karten werden als eine Welt zusammengefasst. Es gibt sichtlich Fraktionen und man kann angeblich gefühlt machen, was man möchte. Man kann in die unterschiedlichsten Richtungen einschlagen und in erster Linie geht es tatsächlich darum, zu überleben. Es gibt zwar scheinbar eine gewisse Story, die man verfolgt, aber zumindest am Anfang wird so ein bisschen empfohlen, davon auszugehen, dass man einfach an jeder Ecke stirbt und man sich tatsächlich so ein paar zu einem gewissen Grad reinfuchsen muss. Bevor wir loslegen, wir haben ein Optionsmenü, das man sich angucken darf. Und dieses ist, wenn man sich langsam da reinfuchst, in Ordnung. Wenn man jedoch einfach einmal ganz kurz hier runter sich arbeitet, da ist einiges dabei. Wichtig anzumerken ist, und das kann ich jetzt ganz kurz nicht machen, man könnte Plus und Minus drücken, um alles entweder aufzuflappen oder wieder zuzumachen, oder man kann links und rechts drücken und kann das dann auch so machen. Und dann sieht das natürlich hier schon so ein kleines bisschen besser aus. Was ich auf den ersten Blick nicht gefunden hatte, sind irgendwelche Spracheinstellungen. Das heißt also, vielleicht ist dieser Early Access Titel aktuell tatsächlich erstmal nur auf Englisch fokussiert. Und wenn man Pech hat, ändert sich das vielleicht auch nie. Einfach weil dieses Spiel vielleicht so gigantisch ist, dass man nicht alles so einfach übersetzen kann. Eine Vermutung könnte sich logischerweise stets noch ändern. Ich kann zu den Sachen nicht allzu viel sagen. Es ist ein bisschen interessant, dass man nicht gleich von Anfang an mit der Maus arbeiten kann. Es ist nämlich wirklich ein Oldschool-Roguelike. Das bedeutet also, die Steuerung und die Navigation ist ein bisschen älter gehalten. Das könnte vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen negativ auffallen. Und dann ansonsten, da sind so ein paar Sachen dabei. Ich gehe mal davon aus, über die Zeit, wenn man so ein bisschen das Spiel kennengelernt hat, dann wird man so ein bisschen realisieren, oh, soll ich eine Minimap haben? Soll ich dies, das, jenes lieber aktivieren? Und das sollte man vermutlich am Anfang einfach erstmal so ein kleines bisschen ignorieren. Außer in diesen unendlich vielen Optionen fällt einem gleich von Anfang an irgendwas auf, was man irgendwie anpassen möchte. Dementsprechend, mit Ausnahme von unter General, wo ich ein bisschen den Sound angepasst habe, habe ich hier erstmal noch so rein gar nichts gemacht. So, Character Creation. Choose Character Option. A. Create a new character. B. Roll random character. C. Choose character build from your library. D. Play weekly challenge with fixed character build and world seed currently in week 47 of 2020. New challenge starts every Monday. E. Play daily challenge with fixed character build and world seed currently in day 3 to 4 of 2020. Play of F, Play Specific World Seed with Fixed Character Build. Also man sieht hier gleich, viele Optionen sind gegeben und ich werde vermutlich erstmal Create New Character anwählen, einfach um mal reinzugucken, aber ich denke Roll Random Character wird das sein, was so mit am interessantesten ist, einfach weil es hier richtig viel gibt, was zufällig generiert werden kann. Es ist nicht so à la Isaac, wo man am Anfang vielleicht einen Charakter auswählt und dann alle nutzen so ungefähr die Tränen und das war's. Hier soll angeblich viel passieren. Aber ich will mal ganz kurz hier das so mir angucken. Wir haben wieder zwei Optionen für Juice Genotype. A. Mutated Humans. Die haben Mutations und Modern Starting Attributes. Und dann B. Truekin. High Starting Attributes. Access to Cybernetics. 20 Bonus Skill Points each level. Bonus Resistance based on Archaeology of Origin, May Rebuke Robots und plus 600 Reputation with the Putus Templar. Ja, ich kann natürlich auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt sagen, was wirklich tut. Ich denke, so ein paar offensichtliche Hervorhebungen sind gegeben, aber von dem, was ich verstanden habe, Mutated Human ist so ein bisschen das, was man eigentlich nehmen sollte. Choose Attributes. Also hier, man hat wieder so ein paar Sachen dabei und im Endeffekt geht es vermutlich sogar auch tatsächlich in Ordnung, das hier so zu machen, denn
komplett zufällig, scheint nur dazu zu führen, dass alle Stats vielleicht in eine Richtung gehen, die einem so überhaupt nicht weiterhelfen. Hier könnte man vielleicht so ein bisschen schon überlegen, okay, ich will lieber das oder jenes erreichen. So, wir haben... Oh, 44 Punkte, uha. Denn das Interessante ist, man hat alles auf 10 und dann minus 3. Wo ich mich frage, was das minus 3 in der genauen Logik bedeutet, außer dass es eigentlich dann 13 hätten sein sollen. So, points remaining, use left or right, or minus and plus to lower and raise. Wir haben Reset, wir haben Random und HP ist auf 10. Genotype ist Mutated Human, Subtype haben wir noch nichts, Body ist Humanoid, Morphotype ist auch noch frei. So, gehen wir mal durch. Your Strength Score determines how effectively you penetrate your opponent's armor with melee attacks, how much damage your melee attacks do, your ability to resist forced movement and your carry capacity. Agility Score determines your accuracy with both melee and ranged weapons and your ability to dodge attacks. Toughness Score determines your number of hit points, your natural healing rate and your ability to resist poison and diseases. Your Intelligence Score determines your number of skill points and your ability to examine artifacts. Also hier à la Fallout, gar nicht dumm, viel auf Intelligenz zu gehen, damit man in der Zukunft vielleicht mehr Punkte bekommt. Aber da muss man genau drauf achten. Your Willpower Score modifies the cooldowns of your activated abilities, determines your ability to resist mental attacks and modifies your natural healing rate. Und so wie... Your Ego Score determines the potency of your mental mutations, your ability to haggle with merchants, and your ability to dominate the wills of other living creatures. Okay, hier viel Optionen natürlich gegeben. Man kann vermutlich in die unterschiedlichen Richtungen auch gehen. Aber ich gehe mal die Dumbatz-Richtung. Oh, kostet das all... Okay, ich wollte schon sagen, kostet das nie irgendwie mehr als einen Punkt? Hier springt das Ganze dann hoch. Und das Interessante ist, und das habe, wie gesagt, habe ich noch nicht ganz raus, minus 3 geht irgendwann auf 0 über. Erst wenn es auf plus 1 geht, springt es dann auf einmal auch in den Kosten. Interessant. Obwohl ich dann immer noch nicht ganz sagen kann, was tatsächlich das Minus mir tatsächlich sagen möchte. Ich gehe jetzt einfach mal, wie wir in alle Richtungen gehen, ist vermutlich ein bisschen zu doof, wenn man Jack of all Trades tatsächlich erzeugt. Dementsprechend für jetzt würde ich einfach mal sagen, wir fokussieren uns mal so ein bisschen stärker einfach darauf, so der Nahkämpfer vielleicht zu sein oder tatsächlich einfach allgemein gut im Kampf zu sein. Und dann machen wir noch ein paar Punkte hier rein. Gut. Press Space to choose Mutations. So. Choose Mutations. Morphotypes, Physical Mutations und Physical Defects, sowie Mental Mutations and Mental Defects. So, gucken wir mal. 8 is up, 2 is down, 4 is collapse, 6 is expand. Ja, und hier kommt dieser nächste Aspekt, den wirklich diese traditionellen Roguelikes verfolgen, dass man mit dem Num-Block arbeitet. Und dementsprechend, das wusste ich von vornherein schon, was also bedeutet, ich hatte gleich meine ganzen Hotkeys, die ich mit OBS da angesetzt habe, entfernt. So, man kann trotzdem scheinbar ohne Probleme weiterhin mit den Pfeiltasten arbeiten. Und Morphotypes, Chimera, yes or no? You only manifest mental. Ja, Chimera ist in viele Richtungen Esper, also viele physical, das ist nur mental. Und dann the unstable genome. You gain an extra mutation, but it doesn't manifest right away. Whenever you gain a level, there's a 33% chance that your genome destabilizes and you get to choose from 3 random mutations. So, und da geht's dann natürlich schon munter los. Wir haben 12 Punkte und ich gehe mal eisenhart davon aus, dass die Nummern, die da angezeigt werden, vor dem Name, vor der Bezeichnung, bedeutet, wie viel ich dafür ausgebe. Adrenal Control. You regulate your body's release of adrenaline. You can increase your body's adrenaline flow for 20 rounds. While it's flowing, you gain 10 plus 10 Quickness and other physical mutations gain plus 1 Rank. 200 Runden Cooldown. Your face bears a slight beak. Oder slightly beak. Plus 1 Ego. You occasionally peck at your opponents. Plus 200 Reputation with birds. Ja, da sieht man, denke ich, schon relativ zügig,
wie interessant das werden kann. Carapace, you are protected by a durable carapace plus 400 reputation with tortoises. Das ist durchaus ulkig. Und das ist so das auch, was diese 60 Factions, die sie hervorheben, mit beeinflusst sind, tatsächlich hier Tiere. Bedeutet also, wenn ich mich, zugeben, ich weiß nicht, wie genau der Radius ist, aber wenn ich zum Beispiel den Carapace habe, könnte es sein, würde vielleicht anderen Sachen noch nebenbei, dass ich irgendwann von Schildkröten und Co. nicht mehr angegriffen werde, einfach weil die mich als einen von ihren anerkennen. Durchaus ulkig. Hier ist auf jeden Fall so dieser Punkt, klar, in dem aktuellen Punkt würde ich am liebsten selber irgendwas auswählen, in der Hoffnung, da was Cleveres draus zu machen, aber zumindest dieser hier, dieser Bereich, ist so einer, wo ich sagen würde, gib mir irgendwas zufällig, einfach weil man nicht unbedingt hundertprozentig über seine Mutations wirklich bestimmen kann. You are possessed by Hulking Strengths plus 2 Strengths und 15% Chance to daze your opponent on a successful melee attack for 2 to 3 Rounds. Okay, also das klingt nach einer ziemlich cleveren Idee. Und das Interessante ist wirklich, dass hier oben das dadurch deaktiviert wird. Wo ich mich dann wieder frage, warum würde ich das hier aktivieren? Was ist die Hilfe, wenn ich sage Chimera? Denn wenn ich das eine hier hole, werde ich ja automatisch aus dem anderen rausgeworfen. Wenn ich es richtig verstehe, oder? Lass uns mal testen. Das eine ist jetzt drin. Gehen wir mal auf Mantle runter. Achso, vielleicht ist das die Idee, dass man sagt, man wählt nur das hier aus. Und dann wird in der Zukunft, wenn man weitere kriegen könnte, würde, dann würden nur Esper in dem Fall Optionen gewählt. You beguile a nearby creature into serving you loyally. Mantle attacks versus a creature with a mind. Success roll, mutation rank or ego mod, whichever is higher. Character level plus 1d8 versus defender MA plus character level range 1, das sind also nicht weit. Beguiled creature plus 5 bonus hit points, cooldown 50 rounds. Wenn es also schief läuft, musst du warten oder logischerweise dich um den Gegner so oder so kümmern. You briefly gain vision of a nearby area. Mhm. Natürlich, wie clever das ist, aber es klingt hilfreich. You confuse nearby enemies. Cryokinesis. You chill nearby area with your mind. Disintegration. You disintegrate nearby matter. 7x7 around yourself. Damage to non-structural objects. You are exhausted for 3 rounds after using this power. Mhm. Domination. Ego projection. Force bubble. You generate a force field around yourself. Force wall. Kindle. Da sind ein paar interessante Sachen mit dabei. Und da ist, denke ich, so ein bisschen die Herausforderung, herauszufinden, jetzt gerade so am Anfang, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, was nimmt man denn hier tatsächlich? Und dementsprechend, ich denke, für uns, dadurch, dass wir denn doch ein bisschen mehr auf den Muscle, Wizard hätte ich jetzt was gesagt, aber jemand, der eher so mit Nahkampf arbeitet, sollte man vielleicht gucken, einfach mal unter Physical Mutations zu bleiben. Flaming Ray, you emit a ray of flame from your hands. Melee attacks heat opponents by 2d8 degree. Heightened hearing. You are possessed of unusual acute hearing. You detect the presence of creatures within a radius of 5. Chance to identify nearby detected creature. Das klingt natürlich gar nicht mal falsch. Und das ist natürlich auch wieder wichtig hervorzuheben. Manche von denen sind aktiv, andere von denen sind passiv. Heightened quickness. You are gifted with tremendous speed. Horns. Horns just out of your head. What? Nee, Horns jut out of your head. Wollte schon sagen, ist das ein Schreibfehler? No. 20% on melee attacks to gore your opponent. Ooh, goring attacks may cause bleeding. Horns are a short blade class natural weapon. Plus 1 AV. Cannot wear helmets. Ja, da gibt es auch einen Nerf-Teil, aber auch plus 100 reputation with antelopes and the goatfolk. Interessant, antelopes und goatfolk. Also goats sind scheinbar nochmal eine höhere Art. Multiple arms. 10% chance for each extra arm to deliver an additional melee attack whenever you make a melee attack. Nice. Kostet dafür aber auch immerhin schon sagenhaft 4. You see in the dark. Yes, please. You may phase through solid objects for brief periods of time. Ich gehe mal eisenhart davon aus, dass wenn man in diesen 7 Runden, die man Zeit hat, es nicht schafft, durch diesen Gegenstand durchzukommen, dass man einfach drauf geht. Hundreds of needle-pointed quills cover your body. Neat. Generation, you heal wounds very quickly. Your full natural healing rate applies in combat. 20% faster natural healing rate plus 10% chance to regrow a missing limb each round and 1% chance to remove a minor physical debuff. Genau, das sollte man vielleicht auch mal angucken, bevor wir weitermachen. Was sind das denn hier? Ah, okay, damit bekommt man also Punkte wieder. Albino, your skin, hair and eyes are absent of pigment.
You regenerate hit points at 1/5 the usual rate of daylight. Amphibious, your skin must be kept moist with fresh water. You pour water on yourself rather than drinking it to quench your thirst. You require about 2/3 more water than usual. Aber wir bekommen eine Reputation mit den Frogs. Immerhin, your bones are brittle. Ja, also ich denke ganz klar, wie man so vielleicht aus anderen Spielen auch schon so ein bisschen angetroffen hat. Man kann Punkte... Warum verstehe ich meine Stimme? Man kann Punkte zurückbekommen, bekommt dafür aber einige Nachteile. Multiple Legs, mehr Movement Speed und mehr Carry Capacity. Mhm. So, lass uns die letzten 6 Punkte hier nochmal verteilen. Ich werde mal trotzdem mal so ein bisschen gucken. Wings, you travel over land at 2x speed. Two-hearted, you have 2 hearts. That's too toughness. You can sprint for 30% longer. Two-headed, you have 2 heads. Nice. Wird schon immer mein Ogre sein. Triple-jointed, thick fur. Stinger. Oh, ich wollte schon sagen, Moment. Fast ist mir das wegen gleich. Ja, Stinger, Stinger, Stinger. Für Confusing Venom, Paralyzing Venom und Poisoning Venom. Spinnerets? You can spin sticky silkwebs. Slime glands. You produce a vicious slime. That you can spit at things. Sweet. You can walk over slime without slipping. Sleep gas generation. You release a burst of sleep gas around yourself. Release gas for 3 rounds. Okay, ich mach mal Regeneration. Und dann werden wir mal gucken, ob wir noch irgendwas haben, was wir hier für 2... Photosynthetic skin. You replenish yourself by absorbing sunlight. So you're a hearty green skin. You can bask in the sunlight instead of eating a meal to gain a special metabolizing effect for 1 day. Okay, den Rest lese ich mal ganz kurz nicht durch. Was haben wir denn jetzt hier noch, was relativ angenehm ist? Beak ist vermutlich relativ ulkig. Nehmen wir nochmal Beak. Und plus 5 Heat, plus 5 Cold Resistance, 100 Reputation with Apes, Baboons, Bears and Grazing Hedonists. Ja, von mir aus. Okay. Character Creating, Choose Calling. Okay, also hier haben wir nochmal eine Anzahl. Apostle, plus 2 Ego, Customs and Folklore, Intimidate, Proselyte. Vermutlich anders ausgesprochen. Und ich weiß nicht, was es bedeutet. Plus 2 Agility, Shortblade, Tinkering, Scavenger, Acrobatic, Spry, Status, Random Junk and Artifacts. Okay, also so eine Art Klasse oder Beruf, okay. Weniger Stärke, mehr Willenskraft. Cudgel? Wird vermutlich auch wieder angesprochen. Berate, Collust. Wieder mehr für Bären als Greybeard. Ich will nicht die Stärke verlieren. Der ganze Ding startet nicht mal mit einer Pistole. The Weak Spotter. Plus 200 Reputation with the Mysterious Strangers. Das klingt schon fast wieder Fallout, wo man ja auch diesen Mysterious Stranger beschwören kann. Mehr Strength and Axe, Dismember, Charge, Butchery. Oh yeah, baby. Gucken wir mal so ein bisschen schneller durch. Toughness, Wayfaring, Salt Pants, Intelligence, Tinkering, First Aid, Heal, The Warden. Oh, Longblade and Shield. Sowie Bone, Rifle and Pistol. What? Er wird richtig erschlagen hier mit Zeug. Water Merchant. Plus 200 Reputation with the Water Barons. Oh boy. Allowed entrance to many settlements for purpose of trade. Starts with trade goods. Ein paar interessante Sachen wirklich mit dabei. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen Marauder. So, jetzt ist meine Frage. Denn muss ich jetzt hier tatsächlich... In dem Fall muss ich tatsächlich E drücken. Interessant. So, nochmal eine Übersicht. Und vor allem ein Charakter... Build Code, also wenn jemand das mal ausprobieren möchte, was ich jetzt hier gerade gemacht habe, ich denke, darauf kann man jetzt hier zurückgreifen. Tweet das Character Build, copy Code to Clipboard, save this Character Build to your library, weißt du was, ich mach's einfach mal. Forcecom Test. Das ist ein dummer Name, vielleicht kann ich ihn später mal ändern. Und dann Enter a Word Seed oder Press Space to choose a starting location. So. Jobber. Oder Jabba? Recommend for new players. B. Random village in Saltmarsh. Village teaches a harvest tree plus 50 reputation with insects and fish. What? Start with a pair of crocasins. Random village in the salt dunes. Random village in desert canyon. Random village in the hills. Ich nehme einfach mal A. What is your name? Wir sind Vought Kamley. So, und dann, das zeige ich einfach mal ganz bewusst, wird hier eine Welt generiert. You embark for the caves of Quad. So, gucken wir mal, was hier sonst noch dabei steht. Initialize game environment, building world name map,
Build a World Connection Map, Building Mutable World Encounters vermutlich, Game Startup, okay. There it is, in all of us, shades of our elder selves, within each man a goat, within each goat a man, white-eyed water or wine a merchant. Here we go. On the 14th of Uruux, you arrive at the oasis hamlet of Ijoba, along the far rim of Mokraji, the Great Salt Desert. All around you, moisture farmers tend to groves of viridian water wine. There are huts wrought from rock salt and brine stalk. On the horizon, quartz jungles strangle chrome steeples and rusted archways to the ears. Further and beyond, the fabled spindle rises above the fray and pierces the cloud-ribboned sky. Press F1 for help. Help! So, is das unser Tutorial? 10 things you should do when you start to play. Number 1. Switch to the alternate keyset if you don't have a numpad. Wer kein Numpad an seinem Keyboard hat, gehört gepaddelt. 2. Hotkey your activated abilities. Press A to view your activated abilities on the Manage Abilities menu. To bind an ability to a key, scroll down to the ability you wish to bind, press Enter, then press the key to which you wish to bind the ability. So, ich gehe mal jetzt nicht alles durch, aber wir gucken uns mal so ein bisschen die Oberpunkte an. 3. Scroll through your character menu. Look at things by pressing L. Interact with most objects by pressing space. Open doors, talk to people, pick up items. Okay. Press Alt for some additional information. Find a sidebar view you like. Press, das ist für mich der Screenshot-Button, to scroll through sidebar views or press Schrägstrich to hide the sidebar. Get acquainted with the common key mappings. Press minus, oder diese, to walk upstairs plus or hard to walk downstairs. Oh baby. Also ich denke, man sieht hier schon relativ zügig, man nutzt das komplette Keyboard, um tatsächlich hier Sachen machen zu können. To rest until healed. Press escape or K to view a list of the mappings. Scroll down to a mapping and press enter. Es könnte gleich sein, dass ich weitere Keybindings deaktivieren muss bei OBS, damit ich das Spiel spielen kann. Get acquainted with the weapon and armor stats. Weapon have a penetration value and damage value. For example, 4 hard 1d4. The penetration value represents the armor value that this weapon will usually penetrate with ease. The damage value represents the amount of damage this weapon deals per penetration. Und ich finde es lustig, dass nicht erklärt worden ist, was das zu sagen hat. Ach so, ich verstehe. Der Pfeil soll bedeuten, wie viel es penetriert und danach wie viel Schaden es an HP anrichten wird. Okay. So, und dann 10. Speak with Tam Dromad Merchant. So. Ja, und dann ist natürlich hier einiges weiteres noch mit dabei. Und ansonsten haben wir jetzt hier unsere Welt vor uns. Ich finde es interessant, dass wir natürlich weiterhin hier tatsächlich eine Maus haben. Denn man kann gewisse Sachen hier tatsächlich aussehen. So, bevor wir jetzt starten, ich will mal so ein bisschen... Oh boy. No. Would you like to walk to the... No. Current location. Okay, also man kann hier scheinbar so ein bisschen rein und raus zoomen. Bisschen schade, wenn man schon die Maus theoretisch nutzen kann, dass einem nicht gesagt wird, was die jeweiligen Sachen sind. What come, let's see, you are covered in thick fur, sure. Physical features, beak, equipped with fur and painted bronze, battle axe, lit torch, blazing. Perfect, thanks. Average friendly. Okay, also ich konnte mir irgendwas angucken. Resting ist das. Character sheet. Wow, what the? Okay, also ich bleib dabei, es wäre sehr schön herauszufinden, was zum Kuckuck ich hier drücke. Mit anderen Worten, ein Mouse-Over wäre sehr angenehm. Ja, meine Sache ist einfach nur... Okay, Options, Save and Quit World Seed Key Mappings. Ich wollte nämlich nochmal gucken, ob es irgendwo die Möglichkeit gibt, das, was wir auf der rechten Seite speziell sehen, ob man das vergrößern kann. Deswegen Fullscreen Resolution. Das habe ich noch nicht ganz raus, was Unlimited in der Logik bedeutet. Dementsprechend, ich... Okay, also ich sehe gerade bei OBS, das hat kurz geflackert.
Hat das was getan? Ist es größer? Ist es kleiner? Deswegen, ich gehe mal ganz bewusst hin und mache das mal auf das Kleinstmögliche. Okay, das hat jetzt was. Ha, okay. Also, da ist zum Beispiel interessant zu beobachten, und ich hoffe, das wird jetzt nicht dieses Video angreifen. Wie was wirklich funktioniert. Weil jetzt realisiere ich natürlich auch, wenn ich das mir angucke, hier, das ist Fullscreen. Das hier, das ist interessant zu beobachten. Einfach mal ganz kurz hervorzuheben, ja? Wir haben hier Master Volume. Wir haben hier Sound Effects, die man aktivieren und deaktivieren kann. Dann haben wir Sound Effect Volume. Das heißt also Sound Effects darunter, wie man es individuell anpassen kann. Hier haben wir Fullscreen, das ist alleine. Hier haben wir Fullscreen Resolution, also bin ich für eine lange Zeit davon ausgegangen, dass Fullscreen Resolution und das da drunter ist. Ist es jedoch nicht. Es ist genau umgekehrt. Wir haben Fullscreen Resolution und das Ding ist da drüber. Hier. Das ist da unten. Okay, Application Target Frame Rate. Okay, das ist also schon so richtig. Und ich hoffe einfach mal, dass es keine Einflüsse auf dieses Video hatte. So, Overlay UI. Enable Modern UI Elements. Enable Edition Overlay User. Okay, wow, what the... Okay, auf einmal hat sich hier alles verändert. Holy moly. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie funktioniert hat. Okay, das hat für hier funktioniert. Minimap. Modern Overlay Scale. So, ich mach das mal doppelt. Oh boy, doppelt ist gigantisch. Okay, also hier wird einem dann wirklich alles erklärt. Und das ist mir jetzt lustigerweise schon wieder zu groß. Wie sieht denn 125 aus? Sieht besser aus. Mir ist nämlich wichtig, einfach nur in dem aktuellen Augenblick, dass ihr das theoretisch auch zum gewissen Grad lesen könnt. So, wie schon so ein bisschen animiert, wir werden uns hier ein bisschen reinfuchsen müssen. Character build saved. Joppa, you embark on the cave of Quat on the 14th. Okay, das hatten wir gelesen. All around you. Press space, then press 1. You pass by Joppa. Quad surface, harvest dawn, Joppa. The zealot yells, piety compels you to deliver your sacred relics to the priest of the sixth day stilt. Cleans them of your filth. You pass by door. So, wir sind der Kollege hier. Der da. Okay, das war auf den ersten Blick so überhaupt nicht offensichtlich. Okay, ich kann mit dem Mausrad rollen und dann tauchen da Pfeile links und rechts auf. Fragt mich nicht. Ja, wichtig ist, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, mit mehreren Arten und Weisen zu uns zu bewegen. Wir haben erst hier die Pfeiltasten, also nicht WSAD, denn die anderen Tasten, die anderen Buchstaben von mir aus, haben die unterschiedlichsten Effekte jetzt, die unterschiedlichsten Aufgaben. Heißt also wirklich Maus. Kann man Maus auch nutzen? Ich glaube, es hieß, man könnte es auch irgendwie nutzen, aber ich glaube, ich habe es nicht aktiviert. Also, man muss wirklich Pfeiltasten nutzen oder Numpad. Und das Numpad hat ganz klar Vorteile, denn man hat mehr Richtungsmöglichkeiten. Ich kann 7 und 1 und 3 nutzen, um auch schräg laufen zu können. Super hilfreich. So, ich werde einmal kurz rausgehen, um meine Keybindings zu deaktivieren, weil sonst kommen wir hier nicht weit. So, finden wir mal so ein bisschen raus, was wir hier noch so haben. T25, Sated Quenched, QN100, MS100AV2DV7 MA1. Also ich denke, das sind gewisse Stats. Was jedoch das hier alles bedeutet, okay, das wird vermutlich Geld sein. HP, unser Level, alright. Active Effects, Abilities, Psychotap. Okay, jetzt aber bin ich in mein Inventory gegangen. Wir haben Bear Jerky, 9-mal, Torch, Unburned. Und jetzt ist natürlich das Wichtige, ich gehe mal eisenhart davon aus, dass wenn ich jetzt D drücke, ich darüber wandere, genau. So. Was sind das für da hinten für Aussagen? 27? 11. Water Skin. 32 Drams of Fresh Water. Und 2, die leer sind. Fragezeichen. View Quick Keys. Okay, hier habe ich natürlich jetzt gleich von Anfang an das Problem. Deutsche Tastatur ist ein bisschen anders als englische Tastatur. Heißt also, wir haben ja nicht direkt eine Fragezeichentaste. Heißt also, hier werden wir definitiv das Problem haben, dass
Wenn das Spiel zwar behauptet, hier das zu drücken und ich nicht weiß, welche Taste das dann wiederum ist. So, auf jeden Fall, wir sehen, wie viel wir tragen können. Wir können hier theoretisch... Okay, ich drücke zum Beispiel die 7, das tut gar nichts. Okay, in dem Fall muss man dann auch wirklich bei dem Numblock bleiben. Buy Skills and Powers. Tinkering, Journal, Quests, Reputation. Und da sieht man gleich, The Children of Mammon sind ganz auffällig hier. Ja, auf jeden Fall, man sieht hier die unterschiedlichsten Fraktionen. The Crackmensch. The Daughters of Exile. Dogs, yeah baby, 300 gleich. Dogs favor you, aggressive ones won't attack you. Dogs will usually let you pet them. Yay, you are welcome in their holy places. Dogs are interested in trading secrets, about the location of humanoid settlements. They're also interested in hearing gossip about, that's about them. Sure? Fish mögen uns nicht. Folk of the Cornsilk Scroll. The Girsch despises you. Even docile ones will attack you. You aren't welcome. Are interested in trading secrets. They are also interested in hearing gossip that's about them. Ja, also da wird zum Beispiel dann natürlich auch interessant, wenn man hört, even Dossiles, also selbst die Passiven greifen dich theoretisch an, wie man bei denen dann wieder ins Positive kommen kann. Okay, hier sind einige dabei. Ich gehe nicht auf alles ein. Interessant ist es trotzdem. So, und dann haben wir hier Equipment zum Beispiel. Da sieht man alles, was man anlegen könnte. Right, Missile Weapon, Worn on Hands, Feet, Strong Weapon, Floor. Factions, das hatten wir. Ich will mal einmal ganz kurz durchgehen. Alright. Ja, und auf jeden Fall, jetzt haben wir natürlich diese Situation. Jetzt können wir selber entscheiden, was zum Kuckuck wir machen. Was also bedeutet, wir gehen einfach mal hin. Hier ist eine Kitty Cat. Ja, meine Frage ist jetzt zum Beispiel... That's me, yes. Wie kann ich jetzt zum Beispiel sagen, hey, guck dir Kitty Cat an? Ist definitiv nicht rechte Maustaste. Key Mappings. Get. Look. Okay, machen wir mal Look. L. That's you. Ah. Okay, damit kann ich mich umgucken. Citicipus. One Star Ribbon Knight. Ray Cat crossed the marshly... The marshy loam and wandered into Joppa. The water wine farmers, awakened by the joyful cries of a small girl, gathered around to revel at the favorable omen and extol the generosity of the beetle moon. Since then, Septipus has spent his days curled under the shade of brainstalk huts and sauntering over dirt paths. So long as he is approached with care, he welcomes the hand of friends and strangers alike. Phosphorescent, okay. Base demeanor, docile. Physical features, perfect, average, neutral. Aha. Okay, zum Beispiel, wenn ich jetzt L... Okay, also ich muss dann wirklich Escape drücken, um aus der Sache rauszukommen, nicht einfach wieder L. The Warden. Sollte ich nicht mit dem... Mir wurde doch empfohlen, dass ich mit einem Dings rede. What? Ich habe jetzt wieder L da drauf gedrückt gehabt und wurde mir auf einmal Walk hervorgehoben. Unlock, okay. Also ich denke, das wird eisenhart hier daran scheitern, würde ich schon fast sagen, dass man unendlich viele Tasten drücken muss, um die unterschiedlichen Sachen zu machen und dass diese nicht von Anfang an einen hier gerade, sagen wir mal, angezeigt werden. Also ich denke, hier muss ich mir nochmal wirklich die Optionen angucken, ob es nicht irgendwas gibt. Allow Mouse Input, zum Beispiel, genau das hatte ich ja schon mal angefragt. Allow me to be zoomed. Show Overlay Message Log. Show Overlay Phone Button Bar. Show Overlay Touch Direction. Show Overlay Nearby Object List. Pre-Release. Use Overlay Trade Screen. Exclude the UI from Full Screen Camera Effects. Show tooltip instead of console look text. Also hier würde ich es ganz angenehm finden. Ask when moving, user interface. Dass ich von Anfang an eine Übersicht bekomme, was die unterschiedlichen Tasten sind. Also das ist eisenhart, muss ich ganz ehrlich zugeben. Use new input manager. Whatever that means.
Also da kann ich ganz klar hier schon mittlerweile verstehen, warum das ein Hidden Gem ist, weil es definitiv nicht für jedermann ist. Warden Ullarak. Also da hatte ich jetzt zum Beispiel Space gedrückt. Ain't a day wishing the heart keep pumping? What? Move along if they do. Your thirst is mine, my water is yours. Begin water ritual, one dram of water. Let's trade end. Okay, da gehe ich mal von aus. Jetzt kann ich einfach 3 drücken und das auch. Muss nicht Numblock 3 sein, um das Ganze zu beenden. Ja, wichtig ist, wir haben hier nur das zu sehen, was wir tatsächlich mit unserem Charakter sehen können. Heißt also, hier sind Ansätze von der Mauer, das ist natürlich in Wirklichkeit ein Haus. Jedoch dadurch, dass wir dieses Haus noch nicht vollständig gesehen haben, ist einfach für uns noch nicht sichtbar gewesen. So, jetzt, nachdem wir es gesehen haben, wissen wir, das ist ein Haus, aber wir können weiterhin nur in hell sehen, was wir da tatsächlich vor uns haben. So, you pass by a door. Oh, sehr angenehm, dass das Ding automatisch rüberwechselt. So, jetzt ist natürlich schon meine Frage. Select a direction. That is not owned by you. Are you sure you want to open it? No. Ja, ich denke, es ist natürlich auch hier ganz klar, wenn ich meine von denen anfangen, was zu klauen, die würden mir so schnell auf die Nase hauen, als gäbe es keinen Morgen. So. Mehmet. Live and drink, friend. May you find shade in Joppa. What can you tell me about it? You would be wise to speak with Elder Iru, Dad. Look for his hut to the north. Okay, live and drink, I guess. So, dann gucken wir nochmal ganz kurz mit L uns um. That's me. Warum auch immer das zum Beispiel jetzt klein gehalten ist. Achso, weil ich vielleicht die Option so eingestellt hatte. The tatters of a sweat-stained chaffier trash in the wind from where they hang about the farmer's neck. Clashed in her gnarled brown hand is a curved wine reaper of iron with which she culls moisture swollen wafers from the viridian plant called water wine. Equipped, okay, neutral, perfect, okay. Also da sieht man zum Beispiel, deren Beschreibung ist immer gleich. Tam the Dromad Merchant, aha. Der Kollege ist da unten, gut. Der wurde uns nämlich empfohlen von dem, nenn's mal Tutorial. Historic long-necked man camel, what? This trader belongs to the race of the mercantile desert rovers, whom men call Dromad. Equipped with Habidabidu, okay. Dann gehe ich doch einfach mal zu dem da. Da oben ist was. Also, ich kann definitiv verstehen, dass man überlegen sollte. Ist die Frage, gibt es Mouse Movement? Oder gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, Allow Mouse Input. Ich mache das mal einfach mal rauszufinden. Na okay, also dann fängt er wirklich da an hinzulaufen. Das würde ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur an etched and painted terracotta sign. It reads to graveyard and shrine. Das finde ich sehr angenehm. Also hier kann ich definitiv nachvollziehen, warum Mouse Input ernsthaft wichtig ist. Einfach weil, wie man sieht, ich muss einfach nur draufklicken und er tut es. Welcome, friend. What do you desire? I'm Fort Comley. Who are you? Do you live here? What kind of creature are you? Who are you? It's a pleasure, friend. I'm Tam. Do you live here? Joppa is my home, yes. Once I walked the Morgraji like so many of my brethren, but upon meeting the Irudat, knew at once to settle down here. You will understand, friend, if you speak to him. Kann ich mal erneut das fragen, aber man sieht es ganz leicht dunkler gehalten. Das bedeutet, wir haben das also schon gemacht. What kind of creature are you? I'm a Dromad, friend, a sword strider. My friend have walked the sword for thousands of years, meeting every creature that lives and thinks. You will not find better, more resourceful traders in all of Quad than we. Alright, man könnte jetzt auch theoretisch noch sagen, hey, trading? Aber das ist ein komplett neues Beast. Oh boy. So, gucken wir mal. Okay, wir wechseln mit links und rechts hier einfach hin und her. Small Gold Flecked Tube. Weird Artifact. Ja, und da sieht man natürlich, die Preise sind eine ganz schöne Ecke größer, als was wir zum Teil mit uns schleppen. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich jetzt mit dem reden sollte. Warum mir das ernsthaft so hervorgehoben worden ist. I don't know. Also zumindest von diesem Ersteindruck, den ich jetzt hier bisher gewonnen habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass das normale Bewegen ich lieber mit der Maus mache und spätestens, wenn es zu kämpfen geht, ich auf das Numblock rüberwechseln möchte. Hier unten ist definitiv auch so ein bisschen interessant.
Es gibt so ein paar Optionen, das sind unsere Abilities, gehe ich mal von aus, aber weil die alle auf der gleichen Ebene sind. Aber es ist trotzdem eine Herausforderung, wirklich zu realisieren, was Sache ist. Wow, warum hat er die Tür aufgemacht? So, wer ist er denn hier, wenn ich fragen darf? Achso, ja, ich drücke jetzt L, weil ich das als Eintast gelernt hatte. Also meine Frage ist, wo? Ah, man kann es durchsichtig machen. The Lord of the Six Days Stilled. He pre. Das finde ich schade, dass ich nicht sagen kann, hey, wechsel bitte auf die andere Seite, damit ich das lesen kann. Besser. He preaches the Chromaic Gospel of the Mechanist. Previous Salvia flies from his cracked lips, but he is too wrapped in the music of his words to notice. Ah ja. So, ich gehe mal von aus, hier soll ich reingehen. The Elder Irodad. A hunchback ancient wrapped in a black robe. His smile is warm. Protruding from his back is a stalk hidden under a veil. The stalk forks into two hands with eyes in their palms, and immediately you know why men follow Irodad. Protruding from his back is a stalk hidden under a veil. Dem Wächster, also was, the stalk forks into two hands with eyes in their palms. Also der ist ein Typ, der wächst ihm hinten was raus, das teilt sich in zwei Hände aus und in den Händen sind Augen zu sehen. That's fucking creepy. Loved by the villager of Joppa. Disliked by flowers who, for refusing them entrance to a local library. What? Ich gehe mal davon aus, dass gerade dieser Text, dieser letzte Satz darauf hinweist, dass das so was da zufällig generiert worden ist. So. Live and drink, wayfarer. Welcome to the Oasis of Joppa. Here you will find shade and whittle, along with other provisions to help you better score the rust case for treasure. Above all else, you may drink of our fresh water and quench your thirst. What can you tell me? Is there work to be found here? Your thirst is mine, my water is yours. My thanks. What can you tell me? Joppa is an oasis hamlet nestled between the eastern reaches of the Great Salt Pans and the jungles of Quirt. We are a community of water wine farmers. These groves lie along some of the few tracts of land tame enough to grow water wine. What can you tell me of the Quad? It is a strange and terrifying mesa to the northeast. Her tamed rivers breed life in all its motley forms. Her poison jungles shelter priceless relics of a forgotten past. But that is just the half of it. For Quartz's most precious treasures and her most hideous children lie within the innumerable chrome caverns beneath the Scarlet Alome. To ply those silver hollows, a spry adventurous dream. The years have wizened me beyond such foolish ambitions, but you, be not deterred, so. Is there any work to be found here? The moisture farmers are having trouble with cave vermin. Speak to Mehmet by the Waterwine Patch. Or you can chat with Ol Agirwai, well, wie auch immer, in the southwest corner of the village. He's always looking for some poor fool to help with his contraptions. Thank you. Okay, dann gehen wir doch einfach mal den offensichtlichen Weg und reden mit dem Kollegen nochmal. I'm in search of work. Some critters are eating our water wine. Farouk claims he saw one slinkering around a wine pad. Ugly little thing, he says. Pale white, eight legs, an ear-splitting wine. I noticed a bit of red dirt in the water wine pool, the same we find in the soil at the nearby cave to the north we call Red Rock. Travel to Red Rock and kill as many of these critters as you can. Bring back the corpse of one too, and a Irodat will reward for your efforts. I will perform no such peasant's tasks. I will do. You've received a new quest. What's eating the water wine? Alright. So. Und dann kommt jetzt natürlich der Punkt, wir sagen, hey, raus. Und, okay, warum flickert Zeug hier? Hier auch irgendwelches Zeug im Hintergrund? Bitte fragt mich nicht. So, das Wichtige ist natürlich jetzt auch, you passed by some. What? Da unten bin ich. Oh wow, oh, das Interessante ist natürlich.
Das ist Red Rock, okay. Also das Interessante ist wirklich, und das muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich nicht mit gerechnet. Vielleicht ist das mein Fehler. Aber ich dachte, wir gucken auf eine Map. Ich dachte wirklich, oh, wir gucken uns das Ganze an und dann entscheiden wir, wo wir hinlaufen. Nope, ich bin sofort zu Red Rock hingelaufen. Heißt also, you are hungry, make a campfire to cook. Press A, choose make camp, and then interact with the campfire. You have finished the step, travel to Red Rock of the quest What's Eating the Water Wine. You gain 50 XP. Okay. Make camp. Select a destination. Sure. Whip up a meal. You toss a famed corroded circuit board, a gem cutter's left arm, and a chameleon horn into a pot and stir. What? You eat the meal. Aha. So, meine Frage ist natürlich jetzt... Ist das die Aussage, dass es mir gut geht? I don't know. Witchwood tree, long golden fronds unfurl when the desert wind moistens. Pieces of its bark collated into tiny interlocked plates are chewed off. Dogthorn tree. Okay, also das ist erstmal noch nicht das Relevante. Wir fangen an, das fange ich auch wirklich an, mit Numblock zu arbeiten, uns hier umzugucken. Okay, noch sehe ich hier erstmal nichts. Oh, da sehe ich, da geht's rein. Okay, also hier ist erstmal noch nicht viel. You pass by some metal stairs. So, sage ich jetzt runter? Aha, yep. Oh, what's this? I can't click it. Okay, also da finde ich immer noch ein bisschen schade, dass das Ding hier nicht clever genug ist, um das alles besser anzuzeigen. Shale, clay and quartz were dried and mashed into red rock that had been quarried by hill folk for thousands after thousands of years. Perfect. Sure. Oh boy, what's this? I can't read it. So da will... Oh, man kann das bewegen. Nice. Die Frage ist, kann ich es kleiner machen? Ich denke, das wäre cool, wenn man sagen könnte, hey, mach das kleiner. Shale. Okay, das Shale sieht aber merkwürdig aus. Oh, irgendwas kommt da angerannt. So, gucken wir mal. You see a horned chameleon to the east and stop gathering. Tiny skin crusades shift and sort, changing the color of his appearance. A narrow bone extrudes from his head. He had horn, he had bite. He is hostile, aber auch wounded, weil er über das Feuer hier gelatscht ist. So. Charge, I guess. You can't charge more than 3 spaces. Dann nicht charge. So, was passiert? Genau. Wenn man 5 drückt, also die mittlere Taste in der Hinsicht vom Dummblock, dann wartet man, denke ich. Ja, genau. Und jetzt kann ich den Kollegen gerade nicht sehen. So, lass mich nochmal gucken. Genau, mir fehlt noch ein weiterer, das heißt, wir warten. Jetzt sagen wir charge. Nice. You charge the horn chameleon. You hit 2 times for 3 damage with your painted bronze axe 21. You, the horned chameleon, dies. So. A corpse. You pass by the corpse. Kann ich mit dem jetzt nichts anfangen? Butcher corpse is on. Jetzt ist es off. Jetzt kommt so die große Herausforderung. Was zum Kuckuck kann ich jetzt hier machen? Und da werden wir mal wieder Eisenhart F1 drücken. Was jetzt nichts tut. Alright. Controls. Control Mapping. Das sieht bei Weitem besser aus. Abilities Auto Explore. Okay, Keypad 0 ist das wiederum. Look Throw Next Ability. Directions. Aha, alright. Das ist bereits Adventuring. Denn ich würde ja denken, man würde wenigstens versuchen, vor allem Assign Controller. Du willst das mit dem Controller spielen? Vielleicht ist es möglich, aber Ja, also bisher ist es halt so ein Spiel, wo man definitiv etwas erschlagen wird davon. Weil über die Zeit lernt man das, dann ist es nicht mehr so schlimm. Aber auf den ersten Blick würde man sagen, das ist nicht ein Spiel, was man mit dem Controller spielen kann. Aber wenn ich jetzt das hier sehe, zumindest Adventuring, da ist nicht unendlich viel dabei. Das ist also schon relativ in Ordnung. Also vielleicht ist es tatsächlich sogar
ernsthaft möglich, das so auf den Controller zu setzen. Ja, also wir werden uns mal ein bisschen weiter umgucken. Vielleicht kann man damit was machen. Denn ich dachte wirklich, man könnte vielleicht irgendwie das Fleisch, die Haut oder irgendwelche anderen Körperteile da mitnehmen. Aber zumindest auf den ersten Blick war das jetzt noch nicht möglich. So, meine Frage ist ja jetzt. Ich hoffe, ich kann der Sache einfach schräg... kann ich ohne Probleme ausweichen. So, in der Zwischenzeit hat sich Charge wieder... What are you? A Snapjaw Scavenger. Tussocks of fur-dress skin stretched over taut muscle. Upright he stands, but he looks ready to drop onto four. His snout snarts and his ears twitch. He barks and his hyena tribesmen answer. Swarmer. This creature receives +1 to his 2 hit and penetration rolls for each other hostile swarmer beyond the first who is in another square adjacent to his target. Currently 0. Okay. Physical features is bite, equipped with cloth rope and a bronze dagger. So, jetzt haben wir hier einen Gegner, der theoretisch auch mal Schaden anrichten kann. Wir sagen charge. You must charge at the... Okay. Not charge. Okay, ich kann noch nicht Dismember sagen. So, jetzt lassen wir den einen näher rankommen. Ha. Okay. You hit 3 times for 5 damage with your painted bronze axe 15. Nice. Okay, Moment. You hit 3 times for 5 damage. 15. Yes. You hit 2 times for 3 damage. 21. Muss also bedeuten, je nachdem, was sie tragen oder wie auch immer... Kommt da irgendwie mehr Schaden bei rum? Also auf den ersten Blick ist es zum Teil nicht einfach zu realisieren, wie stark ist man tatsächlich. Warum ist der Gegner auf einmal mit mehr oder weniger Schaden getroffen worden? What is this? A bat. It sheaths itself in flimsy wings. He can bite. Okay, lassen wir einen näher rankommen. Und ich gehe mal von aus, wie gewohnt... Wait, what? Achso, es ist nicht aggressiv. Okay, gut. Will jetzt zwar da auch von keine Suppe draus machen, aber gut zu wissen. Campfire Remains. Gut. Und das Wichtige ist, man könnte natürlich jetzt sagen, hey, klick einfach hier hin und lauf da wieder zurück. Wie man sich aber vorstellen kann, zumindest jetzt hier am Anfang, man will das Ganze schön langsam angehen. Moment mal. You pass by a gloss rope, a bronze dagger in the Snapjaw corpse. So, was muss ich jetzt machen? Denn ich will ja eigentlich hingehen... Das war das, was ich ja schon bei dem ersten Vieh merkwürdig fand. Ich will vielleicht ja wenigstens den Dagger mitnehmen. Was muss ich machen, um das machen zu können? Denn rechte Maus ist zum Beispiel allein, tut's nicht. Und da finde ich jetzt ein bisschen schade, warum ich zum Beispiel nicht F1 drücken kann, um die Hilfe aufzurufen. Warum das auf einmal nicht mehr möglich ist, das habe ich nicht verstanden. Vielleicht ist das auf einmal verschwunden, weil ich das hier aktiviert habe. Deswegen, es taucht auch hier nicht auf. Ebenfalls wichtig, man sieht zum Beispiel hier, wenn man Control gedrückt hält und dann eine Richtung auswählt, dann kann man auch einfach so angreifen. Man muss also nicht unbedingt auf Gegner zurückgreifen. Character Sheet System. Walk Auto Explore. Abilities. Pick up. Okay. G. Da lang. There's nothing to... Warum kann ich den Bronze da gar nicht mitnehmen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Was spricht dagegen, das mitzunehmen? You take the horn... Ach so. Ich muss da draufstehen. Nicht da... Das ist aber merkwürdig, weil... Okay, jetzt. Das war nämlich ein bisschen merkwürdig. Ich stand daneben und hatte in die Richtung gedrückt, um dann theoretisch dahin zu gucken, wo die Leiche war. Aber der hat es dann nicht gemacht. Man muss also draufstehen. Gut, was davon ist eigentlich clever? Ich gehe davon aus, dass Leichen mit sich nehmen nicht unbedingt die hellste Idee ist. Denn ich gehe davon aus, das soll mir sagen, wie schwer die Dinger sind. Also einfach mal so eine Leiche mit sich schleppen, ist vermutlich nicht clever. Das heißt, wir wollen Get sagen. Und das Ding lasse ich zurück, weil es vermutlich von der Farbe andeutet, dass es nicht interessant genug ist. Obwohl ich mich dann auch wieder frage, was trage ich denn? Character. No, not character. Equipment.
Head body furs. Remove the furs. Show effects. No active effect. Look. A huge pile of stinking, lice-infested animal hide. Okay, dann lasst mich hier nochmal G sagen. Deswegen, da wird's auch interessant. Look. This airy rope is woven from fine cloth. Ja, das ist natürlich auch hier wieder das... Was ist das? Ich meine, ich nehme es einfach mal mit, einfach weil es nicht... Show effects? No active effects. Also hier, wie gesagt, man muss einfach herausfinden, was zum Kuckuck das bedeutet. Und würde F1 funktionieren, könnte ich das vielleicht nachlesen. Aber aus irgendeinem Grund tut es nicht. Gut, jetzt haben wir das Wichtigste mitgenommen. Meine Frage ist natürlich, ob es jetzt clever ist, diese eine dumme Leiche von dem Vieh mit sich zu schleppen. Hier. Ich gehe davon aus, dass wir das wenigstens braten könnten. Weißt du was? Das sollten wir auch mal ganz kurz testen. Das hatte ich noch nicht ganz verstanden. Warum? You don't have the cooking and gathering skill. Oh, okay. Das erklärt also, warum wir das merkwürdigste Zeug zusammengeworfen hatten. Obwohl ich mich dann wieder frage, warum zum Kuckuck ich halt Bear Jerky habe. Dachte wirklich, das würde man so nutzen, aber vielleicht nutzt man es einfach aus dem Inventar so raus. Aber weil es schon fertig ist. Oh boy, what do we have here? A small boulder, a piece of rock, older than every book. Okay, nett. Cave spider. Spindle-limbed, brown and skittish. It spins a home anxiously. Okay, verhauen wir mal. Ow. The cave spider misses you with its fangs. 6 vs. 7. Wäre nochmal schön zu wissen, was 6 vs. 7 genau bedeutet. Ooh. You cleave through the bloody cave spider's armor. Yikes. Okay, wir haben 2x4 Schaden angerichtet, was auf 24 dich dann halt zusammensetzt. The bloody cave spider misses you with its fangs. It's not dead yet? It's hostile. Cleaved. Okay. Cleaved ist also so eine Art Statuseffekt, wenn man so sehen möchte. Ansonsten, wir sind ziemlich rot. Gibt es einen Grund, warum wir rot sind? Wir haben auf jeden Fall HP verloren. Misses you, the hits you one time for 2. Uh-oh. You miss with your lit torch. Why am I attacking with a lit torch? What? Okay, lass mich mal ganz kurz das in Erfahrung bringen. Ich meine, ich kann verstehen, warum ich die an... Oh, interessant. What's eating the water wine? Okay, also da sieht man all das, was wir machen müssen, können, wie auch immer. So, ich habe aus irgendeinem Grund das Ding an. So, ich mache jetzt mal Extinguish und Remove. Jetzt nutzt er seine Faust. Ist das nicht doof? Ich würde lieber nur, dass er die Dings nutzt. Oh, das hat mir natürlich jetzt eine Zeiteinheit gekostet. Hooray! You hit one time for 2 damage. 11. The King Spider dies, you gain 50, you have gained a level, you are now level 2. You gain 4 hit points. Wow. 58 skill points in 1 mutation point. Press space. Wait, what? Also, ich dachte, der fängt auf einmal an, automatisch loszurennen. He does not. Okay, sweet. So, zählte das jetzt für das Quest? Find the Critters. Ich dachte wirklich, das wäre das Vieh gewesen. So, ist es clever, da reinzurennen. You pass by a bloody web, and a pool of bloody salt and a web. There's nothing to take. What happened to the spider? I don't know. So, das Wichtige ist... gucken wir mal. Was haben wir jetzt hier? Buy a new random mutation for 4 MP. Press space... Race selected. Oh, man muss also jetzt hier schon aktiv dann gucken, was man verbessern möchte. Meine Frage ist ja... Okay, also ich gehe mal eisenhart hin und sage das hier. Die Toughness 21. You have no attribute points to raise this attribute. Also ich habe Skill Points. Skills. Hier drüben. Okay.
Oh wow. Okay, das Ganze ist ein bisschen teurer, als ich vielleicht erwartet hätte. Wow. When you choose ingredients to cook with, you can choose up to 3 instead of 2. Meals cooked with 3 ingredients bestow more powerful status effects. So, Meal Preparation kostet theoretisch nichts, aber man braucht 15 Intelligenz. Was will ich haben? Nope. Whoops. Ja, hier natürlich etwas, was man einfach hätte wissen müssen. While at a campfire, you can cook from recipes. Choose up to 2 ingredients to cook with and preserve fresh foods. Meals cooked from recipes bestow special status effects. Meals cooked with the selected ingredients bestow dynamically generated status effects. Yes, preserved foods are used as meal ingredients. Butchery, tactics, charge. Gucken wir mal ganz kurz. Juke. Cooldown 40, you move one square at no action cost. You may swap squares with a hostile opponent. Wayfaring, you are skilled at winning a survival. Okay, dann viele Sachen dabei und wir sind einfach viel zu dumm dafür. You are skilled with crushing and bludgeoning weapons. Na, wir haben eine Axt. First Aid. Ja, das ist bei Engelsing zu sehen. You are skilled with small one-handed knives and blades. Da ist einiges dabei und vieles davon ist schweineteuer. Also ich hätte mir ja so oft, oh ja, man kann hier wenigstens am Anfang ein paar Sachen machen, bis es dann über die Zeit teurer wird. Von der ersten Sekunde an. So, also ich bin mir leider immer noch nicht sicher, warum ist unser Kollege jetzt auf einmal grün geworden? I do not know. Uh-oh. Campfire remains. Okay, ich dachte, das wäre sowas wie ein Hund oder ähnliches. Okay, what is this? It's nothing? Oh, now it's something. Okay, wir haben mal wieder einen von den Scavengern. They're easy. Good. Ja, ich hätte hier vielleicht nochmal Charge einsetzen können, but whatever. So, you have no attribute points to... Okay, this you have... you hit 4 times for 5 damage. Oh, he is dead, yo. He has a Desert Chris. Sweet. Und irgendein Banner. Take a look. A sword-spangled crimson banner of the Izashi Nomad Tribe. Plus 200 reputation. Ja, und hier weiß ich schon bereits von vornherein... Man sollte nicht blind irgendwelche Sachen dieser Art mit sich nehmen und präsentieren, denn wie man sich vorstellen kann, die unterschiedlichsten Fraktionen haben auch Gegner. Was also bedeutet, wenn du dich der einen Seite anschließt, können deren Gegner logischerweise dann auch deine Gegner werden. Heißt also hier irgendwie diesen Tribes-Kollegen sich anzuschließen, könnte clever sein, könnte aber auch dazu führen, dass andere Leute dich auf einmal nicht mehr mögen. Wenn man sagt, okay, es gibt irgendeine Banditenbande, die irgendwelche Völker angreift, irgendwelche Dörfer plündert, dann wäre es schon leicht doof, in deren Klamotten da anzutanzen, wo du vorher normal unterwegs warst. Das könnte sich nämlich auf einmal schnell ändern. Ja, also für jetzt, ich nehme einfach mal die ganzen Waffen mit, in der Hoffnung, dass man die vielleicht irgendwann verkaufen kann. Ich sehe das immer und ich weiß nicht, was zum Kugel das ist. Okay, aber... The Jilted Lover. Wait, what? Okay. Ouch, the way is blocked by some shale. Okay, also hier... Yep, hi, charge. Mir wird schon wieder von der Wand angegriffen. Okay, am Anfang bin ich der Sache vermutlich einfach ausgewichen. Oh, der hatte so einiges. Ich glaube, ich sollte den Armor vielleicht mal nehmen. Equip Auto. The first were unequipped. Und ich nehme die einfach mal mit. Die wiegt zwar auch noch mal ein bisschen, aber solange ich Zeug tragen kann, hoffe ich, geht es in Ordnung, dass ich das erstmal mitnehme. Ja, und Bone geht erstmal aktuell nicht mit. So, lass mich mal ganz kurz wieder gucken. Battle Axe, Bronze Dagger. Okay, also Bronze Battle Axe ist im Inventory. Das ist wichtig, denn Equipment haben wir the Painted Bronze Battle Axe. So, meine Frage ist ja, ich habe 27 Torches? Okay, was habe ich davon, die jetzt zu tragen? Denn ich würde natürlich denken, mehr Licht in Dunkelheit bedeutet, ich kann mehr sehen. Aber wirklich garantieren kann ich euch das auch nicht. Gut, wir haben einen weiteren Kollegen. Ich kann keinen Charge einsetzen, also kommst einfach zu mir. Und ja, du gehst einfach tot. Sehr schön. Ihr habt aber alle so überhaupt nichts.
Das ist ja wirklich schade. Das ist wieder nur ein Stein, das ist wieder nur eine Fledermaus, die greifen einen ja nicht an. You see a giant Armoria, uh-oh. A mass of quivering gelatinous slime. You barely perceive the outline of something inside. Slimy pseudopod, yes. It's hostile. Uh-oh. Okay, nice. You charged with him crit. You charge the giant Armoria. Hit four times. You cleave through it. It's armor. The slime misses you. Uh-oh. Okay. Es kann definitiv Schaden austeilen. Sweet. You hit the salty slime giant dies. Pool of 500 gems of slime. Add slime spitting effects to cooked meals. Okay. Soll ich da draufstehen? There's nothing to take. Okay. Ich dachte, ich könnte das einfach mitnehmen. Gerade, vielleicht sind die Waterskins dafür nicht gedacht. Kann die auch sein. Man muss also vielleicht irgendwas dafür direkt haben. Goat's bladder knotted at the bottom and suspended by a strap of intestine. Yuck. Fill. Select a container to fill from. Ja, das ist das Ganze noch interessant. Ich gehe nochmal einmal ganz kurz da rein, um das nochmal jetzt so zu testen. Weil es würde mich hervorgehoben beim Waterskin, was da drin ist. Fill. No. Okay, also ich kann nicht sagen von hier aus, das so mit. Okay. So, wir haben ein bisschen Schaden jetzt genommen. Heißt, ich werde... Okay, ich regeneriere so ein bisschen während des Herumlaufens. Das macht das wenigstens so halbwegs interessant. Angenehm, wie auch immer. There's nothing to take. No, five. Okay, also die sind relativ ulkig in der Hinsicht. Oh, hinterlasse ich hier Schleim? Ja. Yep. Whoopsie. Okay, ich bin mal so frei und nehme das nicht mit. So. Chest. A simple chest made from dried brine stalk. Burned? What? Burn Capacitor. Look. A small piece of scrap. Sure. Und sure. Ich habe einfach mal alles mitgenommen. Warum ist das Ding golden? Ouch. The way is blocked by some graffiti shale. Okay. May you live long enough to house a man and a disregard for self-preservation. Mhm. Okay. So, gucken wir mal nochmal so ein kleines bisschen hier, das zu Ende uns an. Uh-oh, what's this? Seed-spitting wine, delicate viridian tendril, curl inward and then spring open and loose seeds at high speeds. Uh-oh. You pass by some campfire remains. That doesn't matter. So, passiert eigentlich der Charge auch, wenn ich das schräg mache? No, das ist dann wieder zu nah bereits. Uh-oh. Hit's here for one. Wir machen's tot. Keine Chance für dich. You pass by a pool of sap. There's nothing to take. Okay, what is this? A cave spider. Hostile. Charge. Nice. Bin mal so frei und drück einfach mal so ein bisschen weiter, auch wenn man immer so ein kleines bisschen gucken sollte, was man hier gerade macht. Hit one time for one damage. Okay, es kann ab und zu mal ein bisschen Schaden machen, aber nicht genug. Ja, also die hinterlassen scheinbar einfach keine Leiche, das heißt, man kann da also auch nichts mitnehmen. Und wenn ich jetzt ganz gerne wissen würde, was zum Kugel ich hier hinterlasse. Bloody Sugary Salt. Okay, also irgendwo muss man dann herausfinden, was zum Kugel man, oder wie zum Kugel man das aufhebt. Active Effect Bloody Sappy. Ja, okay, von mir aus. So, also ich habe... Wenn ich das richtig sehe, erstmal soweit. Nein, noch nicht. Ich glaube, hier drüben noch ein paar Sachen. Vollständigkeitshalber, aber mal gucken. Wait, what? Ansonsten, wo habe ich das Ding hingeschoben? Help? Ich habe meine Liste verloren.
Ach so, das Ding guckt mich da an. Okay. Wo habe ich das Ding denn jetzt schon? What? Okay, ich habe meine Hilfe verloren. Ach Gott, ich bin wieder zu nah dran. Das finde ich jetzt irgendwie weniger lustig. Kann ich das irgendwie zurücksetzen? Deswegen gehe ich mal hin und mach das mal kleiner. Aha, ich habe Scurry Duck gefunden. Wo auch immer oder wie auch immer es weg ist. Ja, also ich denke, man kann das Ganze auch... ich sehe so überhaupt nichts. Sehr interessant gestalten. So, gehen wir wieder hin, verfolgen die ganzen Sachen hier live. Hat diesmal so ein bisschen mehr überlebt, aber auch nicht lang genug. Okay, wunderbar. Jetzt würde ich behaupten, haben wir alles gesehen. Was also bedeutet, wir können jetzt übergehen zu theoretisch dem nächsten Level. Denn wir haben unsere Aufgabe hier immer noch nicht erfüllt. Denn wir haben Spenden gefunden und mehr auch bisher noch nicht. Down. Uh-oh. What is this? A giant centipede. Uh-oh. Uh-oh. Bye. They are following me. Shit. Okay. Oh, die folgen mir alle. Oh, shit. Oh, shit. Uh-oh. You begin bleeding. Your health has dropped below 40%. Uh-oh. Charge somewhere. You cannot charge while in melee combat. Uh-oh. Glaube, unser Charakter endet gleich. Yep. You were killed by a bloody, salty, slime giant Amoeba. Und damit sind wir verstorben. Whoops. Ja, und da kann das Ganze hier wirklich sehr schnell enden zugeben. Wir haben über eine Stunde jetzt hier schon aufgenommen. Ich denke, es ist ein wirklich cooles Spiel. Man muss jedoch, denke ich, für sich selber so ein bisschen... sich ein bisschen ernsthaft reinfuchsen einerseits. Andererseits denke ich aber auch wirklich ein Control-Scheme finden, was einem besser liegt. Zugegeben, das Spiel hat jetzt nicht so viel wie Dwarf Fortress, wo man wirklich halt Keyboard Hero spielen kann. Jede Taste tut irgendwas. Es geht also hier in Ordnung. Aber da war definitiv, wo man das Spiel gestartet hatte, so eine kurze Situation, wo man das Gefühl hatte, man würde jetzt hier so erstmal überhaupt nichts schaffen. Einfach weil man vielleicht viel zu viel am Anfang lernen muss. Ich denke, es ist ganz klar, man hatte gesehen gehabt unter der Hilfeanzeige, da sind theoretisch ein paar Sachen noch mehr, die man hätte lesen sollen. Allein schon in dem 10 Things to Get Started haben wir ja einige Sachen selbst da übersprungen. Also, ich gehe mal von aus, diese Welt hat einiges zu bieten. Würde ich das Ganze jetzt nochmal starten, würde vermutlich vieles anders aussehen. Ich denke mal, Jobber oder ähnliches würde weiterhin vorhanden bleiben und gewisse Ideen. Aber vieles drumherum würde zufällig neu generiert werden. Und ich gehe mal davon aus, dass über die Zeit da wirklich einige interessante Sachen mit dabei sind, die man entdecken, lernen und einfach erfahren darf. Ansonsten bitte fragt mich nicht, warum da unten Pass-Through in der Ecke steht. I don't know. Ich denke, wir kommen damit zum Ende. Ich werde das Spiel definitiv ein bisschen weiterspielen, denn das, was ich gesehen habe, ist durchaus cool. Die große Frage wird halt nur wirklich sein, ob man sich selber irgendwann zwingt, wirklich reine zufällige Charaktere zu generieren. Ich glaube, am Anfang ist das vielleicht eine dumme Idee, aber ab einem gewissen Punkt, um wirklich so ein bisschen zu sagen, hey, man will diesen zufälligen Aspekt, gerade was diese Mutationen betrifft, und nicht das Ganze immer so spielen, als würde man versuchen, den perfekten Charakter zu machen. Denn ich denke, das Spiel lebt gerade so ein bisschen davon, dass Sachen einfach immer ein bisschen anders sind. Na gut, ich bin jetzt einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann.